Wenn Tim mit seinem Papa und seinem kleinen Bruder Max zu Hause in Ostfildern kickt, ist er ein Achtjähriger wie viele andere auch. Fußball gehört zu seinem Leben unbedingt dazu. Genauer gesagt, der VfB Stuttgart. Schon seit Jahren geht Tim mit seiner Familie ins Stadion. Und seit er 6 ist, besitzt er sogar eine Dauerkarte. Das Tim-Down-Syndrom hat, spielt da überhaupt keine Rolle. Seinen Verein anfeuern und über Tore jubeln, das beherrscht er perfekt. Für mich ist auch ganz wichtig, dass der Tim, wenn er auf der Straße ist oder wenn er ins Schwimmbad geht, wenn er Skifahren geht, wenn er ins Stadion geht, dass er einfach einer ist, wie jeder andere auch. Und nicht, dass es da überhaupt keine Frage ist, dass er da dazugehört und dass er auch nicht besonders deswegen angeschaut wird. Super. Und das siehst du auch so, ne, Tim? Ja. Deshalb hat sich die Familie auch sehr über die Anfrage der Lebenshilfe gefreut. Tim soll mit dem ehemaligen VfB-Profi Hansi Müller fotografiert werden. Okay, zugegeben. Von dem hat der Junge noch keine Autogrammkarte an seiner Pinnwand. Aber VfB ist VfB. Traube. Haue. Niedermeyer. Bietemeyer. Schwab. Schwab. Wie heißt der Trainer? Jub. Einen Tag später, Fotoshooting in der Lebenshilfe Esslingen. Menschen mit und ohne Behinderung erzählen, was Glück für sie bedeutet. Das Meer sehen, frühstücken mit dem Partner, eine Familie haben. Auch Prominente wie der Esslinger Oberbürgermeister unterstützen die Aktion. Man erlebt es ja schon noch öfters, dass noch Barrieren bestehen. Das sind jetzt nicht nur diese Barrieren mit hoher Bordsteinkante, sondern auch in den Köpfen der Menschen. Und das wollen wir erreichen, dass wir über diese Kampagnen diese Barrieren abbauen. Ab Mai hängen die Fotos dann in ganz Esslingen. Dazu gibt es einen Werbespot fürs Kino, Flyer und eine Internetseite. Die Botschaft? Glück kennt keine Unterschiede. Für Hansi Müller ist es heute ziemlich leicht, Glück zu verbreiten. Guck mal, was ich hier hab für dich. Schau mal, das ist ein Becherle. Mit coolen Geschenken für Tim und seinen Bruder Max. Dann, und der Max kriegt natürlich auch was. Guck mal, Max, ein Schild für dich vom VfB. Ich mache deswegen gern bei der Kampagne mit, weil ich hier in Stuttgart, in Stadt und Region, vom Fußball sehr viel bekommen habe. Und das für mich auch eine wunderbare Möglichkeit ist, von dem, was mir der Fußball gegeben hat, auch wieder was zurückzugeben. Super, prima. Gut. Jawohl. Ole! Le VfB! Berührungsangst, für Tim ein Fremdwort. Wie ein Profi posiert er mit Hansi Müller vor der Kamera. Also ich bin unheimlich stolz auf ihn, besonders heute, weil ich denke, er hat hier die Aufnahmen, das Fotoshooting mit einer Freude gemacht und er ist total glücklich, dass er dabei sein durfte. Und wie heißt du? Der Max. Also du musst den Max unten reinschieben. Und dann gibt es sogar noch eine kurze Trainingseinheit. Tja, beim Fußball kennt Glück tatsächlich keine Unterschiede.